Hallo, mein Name ist Bettina Baumann und ich spreche auch heute wieder über Angst. Ich habe viele Klienten, die unter Angst- und Panikstörungen leiden und sich schon sehr lange und sehr, sehr verzweifelt fragen, woher ihre Ängste kommen. Wir graben dann natürlich in der frühen und alten und jungen Vergangenheit und werden da oft nicht fündig in den typischen Auslösern, wie zum Beispiel die Trennung der Eltern oder der frühzeitige Tod von Angehörigen oder traumatische Erlebnisse wie Gewalt oder Missbrauch oder Vernachlässigung oder sogar Verwahrlosung des Kindes. Auch das kann größte Ängste im Kind auslösen. All das finden wir nicht. Ja, salopp gesagt finden wir, dass das Kind mal vom Fahrrad gefallen ist. Aber das kann unmöglich der Auslöser für eine Angststörung sein. Fündig werden wir eher in einem anderen Bereich, da muss ich sehr viel fragen, weil das den Menschen so ganz und gar nicht bewusst ist. Und zwar in einer überbehüteten Kindheit. Überbehütete Kindheit heißt, tu das nicht, mach das nicht. Wenn du das machst, dann wirst du dir wehtun. Der oder jener hat dieses gemacht und ist dabei, ja, wenn nicht gerade ums Leben gekommen. Das ist eine überbehütete Kindheit. Ja, das heißt, dass ihre kindliche Neugier wurde regelrecht abgewürgt. Sie konnten selbst so dieses Ausprobieren, ja, was kann ich, was schaffe ich, gar nicht machen. Das heißt, ihnen fehlen eigene Erfahrungen zu dem Thema, was kann ich, ja. Und vor allem dann eben dazu auch diese Entwicklung, die fehlt ihnen raus, das hat ihnen diese Überbehütung einfach genommen. Das ist ein haariger Bereich. Als Kind, wir nehmen alles vollkommen unkritisch und undifferenziert, was uns die Bezugspersonen erzählen. Wir haben selber noch keine Erfahrung oder keine Möglichkeiten, das zu hinterfragen. Wir nehmen das ungefiltert einfach auf und stellen dadurch, ja, das alles, was da gesagt und vermittelt wird, nicht in Frage. Und das ist ein Problem. Hier schlüpft das alles rein, weil das klingt wie Liebe. Ja, pass auf, mach nicht oder so. Es klingt wie Liebe, ist es aber nicht. Ja, es klingt wie Liebe und ist gelernte Angst. Ja, unterscheiden Sie, das ist also so diese saubere Trennung zu finden, was habe ich an Liebe bekommen und was habe ich in der Zeit an Angst gelernt. Liebe ist anders. Liebe heißt auch mal loslassen zu können. Liebe heißt, dem Kind auch etwas zuzutrauen, entgegen meiner Ängste. Das Kind ja, mit dem Fahrrad, mit dem Dreirad mal fahren zu lassen oder dem jungen Erwachsenen den Ausbildungsplatz, die Schule oder später die Universität in einer großen oder anderen Stadt auch zuzugestehen. Das ist Liebe. Pass auf, tu dies nicht, tu das nicht, in der großen Stadt, du wirst sehen, du wirst untergehen, das schaffst du nie im Leben. Das ist Angst. Diese Bezugsperson hatte Angst und zwar aus eigenen Erfahrungen. Das heißt aus Erfahrungen, die mit ihnen gar nichts zu tun haben. Die hat selber, ja, Mutter, Vater, Großeltern, die haben eigene Erfahrungen, aus denen die Angst entstanden ist, die mit ihrem Leben selbst überhaupt nichts zu tun hat. Prüfen Sie heute, weil heute können Sie, als Erwachsener können Sie differenziert denken. Schauen Sie sich Ihre Bezugspersonen an, auch wenn es ja, ein bisschen bitter ist. Wie viel ist da die Angst, die Sie erlernt haben und wo ist da der Unterschied zu der Liebe, die Sie bekommen haben? Sie haben es nie gewagt, Ihnen sind immer Risiken und Gefahren in Aussicht gestellt worden. Sie haben nie die Möglichkeit gehabt, in die Welt zu schauen und die Möglichkeiten zu sehen, die ihnen das Leben bietet. Nur Gefahr und Risiko. Ja, das macht das Leben nicht lustig, das macht uns nicht mutig, das motiviert uns zu ganz wenig oder gar nichts. Ja. Prüfen Sie selber, wo bei Ihnen Überbehütung, die fremden Ängste Ihrer Bezugspersonen gelandet sind. In welchem Bereich trauen Sie sich so gar nicht hinaus?
In welchem Bereich klaffen Ihre größten Ängste auf? Heute können Sie ganz rational, und das können Sie mit Ihrem rationalen Verstand machen, überprüfen, was Sie an Liebe bekommen und Zuneigung bekommen haben und was Sie an Angst erlernt haben. Ist ein bisschen schwieriges Thema, aber es geht auch hier nicht um Schuldzuweisung. Ja? Es soll nicht im Nachhinein nach Jahrzehnten oder so Schuld verwiesen werden, sondern es geht einfach um die Klärung Ihres inneren Bildes, ja? Ihrer Entstehung, die Auslöser Ihrer Ängste. Ich bedanke mich, Bettina Baumann. Sie finden meine Videos bei YouTube und finden Videos und Artikel unter meiner Website. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.